Ach, wir könnten den Pogi eben nochmal in der Kapelle interviewen. Wenn der uns denn hört, es ist ein bisschen laut hier wegen dem Frank, aber naja. Nach dem Abschluss von Edna bricht aus, muss ich sagen, war ich der unumstößlichen Meinung, ich habe mein gespaltenes Verhältnis zur Religiosität noch nicht ausreichend zur Schau gestellt und darum, also nicht nur darum, aber auch darum, spielt Harveys neue Augen zum Teil eben in einer Klosterschule und was wäre eine Klosterschule ohne Kapelle? Und ja, besonders der oft benutzte Beichtstuhl links vorne im Bild gibt natürlich nicht nur einige Rätsel auf, sondern auch ausreichend Gelegenheit nochmal zu demonstrieren, dass Lilly so einiges zu beichten hat. Und besonders schön finde ich die Stellen, wo sie im Beichtstuhl verschwindet und einfach nur murmelt. Des Weiteren ist natürlich das wackelige Kreuz ein sehr hübsches Symbol, das hier im Hintergrund umgedeutet wird sozusagen. Ein kleines Insider-Wissen hier an dieser Stelle. Und zwar der Frank, der übrigens auch von René benannt wurde. Alle Namen, die halt irgendwie noch viel zu gewöhnlich klingen, die hat sich René einfallen lassen als Platzhalter. Und wir sind nie dazu gekommen, zusammen diese Namen auszutauschen durch tatsächliche echte Namen, wie sie in einem unserer Spiele vorkommen, wie Freeman. Also viel naheliegendere Namen, die wir halt normalerweise benutzen. Stattdessen haben wir hier noch einen Frank und eine Birgit. Aber der Frank, der wird tatsächlich gesprochen von einem ganz neu entdeckten Sprachtalent von uns. Und zwar dem guten Gunnar Gamden Bergmann, der eben nicht nur hinter dem Mikrofon für ihn steht, bei etlichen Spielen mittlerweile, weil er unglaublich variantenreich ist und großartiger, begabter Sprecher. Nein! Er leitet bei Harveys Neue Augen unsere Animationsabteilung, denn so ist er überhaupt zur Firma gekommen, als Animator, und er ist schon seit Ewigkeiten bei Bedelic mit dabei, in vorderster Front der Animatorenriege, bei Harveys Neue Augen das erste Mal in leitender Position. Hier hatte er die undankbare Aufgabe, den Animatoren beizubringen, wie man hässlich animiert, denn die Vorlage war ja meine Animation, die ich halt in Edna bricht aus alle noch selbst machen musste, und meine sehr vereinfachten Figuren. Ja, da mussten einige Animatoren ihre großen künstlerischen Begabungen weit zurückschrauben, um halt diese wenig geframten Edna bricht aus Animationen hinzubekommen. Es ist nicht überall geglückt. An manchen Stellen sind die Animationen noch viel, viel zu gut und flüssig. Ja, auch mal schön. Wo jetzt? Ich habe versucht, da mit Maus zu kriegen. Ja, auch schön, wenn die, dass die, dass es mal hässlich animiert sein muss, findet man nicht oft sowas. Gehen wir mal nach draußen und, ja. Mensch, der Freeman ist ja immer noch nicht da. Wie gesagt, der ist uns ein Geschenk drauf. Ich sehe es genau. Boah, worüber ich mich ja freuen würde, wäre so ein Tier. Dass er uns so in einen Tierladen geht und uns ein Tier schenkt. Ja. Ich glaube, der Freeman ist auch sehr tierlieb. Dann habe ich so den Eindruck, wir haben uns ja unterhalten mit dem. Ich glaube, der ist sehr tierlieb. Ich glaube, der wird auch bei sich selbst Tiere wohnen lassen. So, oft mit den Kuscheln und selbst die kleinsten Tiere. Ich glaube, selbst die kleinsten Tiere wird der Freeman bei sich holen lassen. Er wird sich, ja, Buddhisten würden sagen, mit dem Tier vereinen. Ja, das ist es, eine schöne Gemeinschaft. Johnny war gemein. Erst hatte er Lilly das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lilly dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Ja, hi, Shawnee. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Nein. Shawnee. Ist ganz gemein.
Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Gar nicht. Ja, wir sind tot. Na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Dieser doofe Shawny. Das gibt's doch nicht. Schrecklich. Ja. Zum Schulteich. Also dem Shawny müssen wir zeigen, dass wir tot sind. Also tough. So, im Keller. Den Ofen müssen wir ja auch noch anzünden für die Doris. Was? Ah. Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder, der Ofen war ja auch aus. Also dieser Memphis, der ist mir auch nicht ganz geheuer. Ich glaube, der ist genauso böse wie der Shawny. Genauso böse. Huh? Ah! Schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Gefahr! Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Das ist so ein Schlingel wie der Shawny, so ein Randalierer. Aber psst, sonst hört dich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du, er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. So, ein Bombeneinschlag. Nur der Memphis trägt ja die Nase ganz schön hoch. Das muss der uns aber erstmal beweisen, ob der da wirklich einen Bombeneinschlag drin überleben würde. Ob der wirklich so bombensicher ist, der Ofen. Das glaube ich erst, wenn der uns das beweist. Verschwinde endlich, bevor mich noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawny. Er hat es eingesteckt. La, 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 la. Der Untergang ist nah. La, 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 la. Verdammt bin ich. Verdammt bist du. Du, 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 du. Apokalypse now. Ja, wir machen den Ofen wieder zu. Aber dieser Memphis. Müsste der uns erstmal beweisen. So. Hier haben wir ja noch die Piratenschatztruhe. Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Oh Mann. Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Der Poki. Wir stellen uns mal hier an den Abgrund, können wir mal ein bisschen runtergucken. Und dann kann der Poki uns mal ein bisschen erzählen, ne?
Nur einen Klick von unserem wundervollen Spielanfang entfernt finden wir uns hier am Schaukelbaum. Das war, glaube ich, eine der ersten Ideen, die ich zur Gestaltung des Klosters überhaupt hatte, war, dass ich unbedingt einen Schaukelbaum direkt überm Abgrund zeichnen wollte. Ich habe ihn dann nachträglich noch so ein bisschen aussehen lassen wie einen Galgen, habe noch Termiten dran gesetzt, um diesen ganzen Sachverhalt noch zu verstärken, wie hier in diesem Kloster quasi mit Kindern umgegangen wird. Und ich glaube, er erfüllt optisch als auch inhaltlich seinen Zweck. Des Weiteren sehen wir in diesem Screen natürlich gleich zwei Hinweise auf den Vorgängerteil. Edna bricht aus. Zum einen ist es links vorne im Bild die namensgebende Edna, wir eben schon in der Intro-Cut-Szene sehen konnten, erleben durften. Und hier gräbt sie gerade in einem der Beete. Ja, zum Zweiten ist es hinten in der Perspektive, nahe dem Horizont auf einem Berg, die Berganstalt. Und zwar Dr. Marcells Anstalt, die ja quasi auch einer der Protagonisten des ersten Teils im weitesten Sinne ist. Ja, viel Spaß beim Spielen. Jo, super. Danke, Poki. Ja, gut. Gut. Wir gucken uns mal ein bisschen weiter um noch hier. Wir haben ja noch einige Orte, die wir nicht gesehen haben. Wie viel haben wir denn? Haben wir noch Zeit. Ah, dieser Schorn. So. Wir gehen einfach mal hier zum Klosterflur. Und da ist der Kapu. Kapu war der netteste Junge der Klosterschule. Lilly mochte ihn so gerne, dass sie sogar ihre Kakerlake nach ihm benannt hatte. Dabei fiel ihr ein, dass sie schon seit Wochen Löcher in die Dose stechen wollte. Lilly, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shawnee. Er ist ein Idiot. Ich finde dich toll, genau so wie du bist. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Ist das romantisch? Ja, zusammen. Aha. Den Raum mag ich. Das ist auch einer meiner Favoritenräume, weil der ist einfach schön. Der schon beim ersten Mal spielen von Harveys Neue Augen fand ich den sehr schön, auch vom Licht her, was jetzt nicht viel ist, aber das macht's gerade aus, und auch von den Farben her. Ich mag den Raum. Und von dem Opa hier. Nanu, das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann aus dem Geschichtsunterricht. Ja. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Nanu? Hallo, alter Greis. Oh, Besuch. Was für ein seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Der Alte. Ah ja, schöne alte Krimiserie, Der Alte auf ZDF. Ja, das dürfte ich eigentlich gar nicht kennen, diese Serie. Ja, dann gab es noch Derek, dann gab es noch der Kommissar und, Alter, das dürfte ich in meiner Generation überhaupt nicht kennen, aber auch egal. Ich mag solche alten Krimiserien. Weg, anderes Thema. Es geht jetzt um den alten Opa hier. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja. Ich habe in meinem Leben so einiges
Einiges Tibet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken.